Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Animation Throwdown. It's the Last Rumble. Jo Leute, der letzte Rumble diesmal hier, jetzt machen wir, ziehen wir das Ding noch durch. Eine Stunde ist noch ungefähr zu spielen. Ich mache den Rumble jetzt schon, dann habe ich es endlich hinter mir. Yeah, man. Ja, ist ein bisschen unglücklich alles gelaufen diesmal. Zwei Matches tatsächlich knapp verloren. Und zwar zu bösartigen Zeitpunkten. Es gibt Zeiten, da darfst du Matches verlieren. Es gibt Zeiten, da darfst du Matches besser nicht verlieren. Und wenn du eben zum falschen Zeitpunkt ein Match verlierst, dann ist das nicht gut. Ja, also, das tut dann richtig weh. Das haben wir auch zu spüren bekommen. Na komm. Boah, das laggt wieder. Hammer-Lag hier. Komm, wir ziehen jetzt hier raus, die Tom Landry Middle School, ich möchte gleich auf den First Hit gehen. Der kommt mit der Power Tucket Patriot Ale, die hat natürlich keine Chance gegen die schlimme Tina. Schlimme Tina kommt in Fahrt, damit ist das Ding jetzt bereits gelaufen. Wir haben schon genügend Schaden vorne, dass da nichts mehr anbrennen kann. Halber Hunjin, den zeige ich jetzt auch nochmal schnell. Gegen Bernardo mit einer glatten 100. So, jetzt geht's weiter ins nächste Match rein. Schauen wir mal, was hier so passiert. Space Gun. Die Space Gun. Was haben wir hier? Hier haben wir... Falconer Haley, theoretisch. Wir hätten Lounge-Sängerin. Das ist alles nicht First-Hit-fähig. Alles nicht First-Hit-fähig. Also, wir fangen jetzt an. Wir fangen jetzt einfach mal an mit dem Bender. Wir schauen mal, was passiert mit dem Bender. Unter Umständen kann ich ja noch die Furzschule vor. Das ist natürlich perfekt. Guckt mal, Leute. Oh, boah, nein! Scheiße. Es reicht nicht ganz. Okay. Also, dann kribbelt man zumindest mal bei der Tina alles so weit runter. Und jetzt ist aber die schlimme Tina weg. So. Da bin ich auch ganz froh drum, muss ich sagen, dass die schlimme Tina jetzt weg ist, weil die hätte ich jetzt nicht unbedingt gebraucht. So. Ich muss hier aber mir noch irgendwas zum Heilen einfallen lassen. Ich glaube, die Falconer Haley ist da eine ganz gute Wahl. Ich spiele jetzt mal nach da hinten. Sollte ich vielleicht erstmal in Irak Lobster spielen? Ja doch, die spielt die Falconer Haley. Komm. Falconer Haley und dann hoffe ich, dass ich noch irgendwie dazu... Nein, das wird wahrscheinlich nicht reichen. Nochmal... Oh, da reicht mein Daumen gar nicht so weit rüber. So, dann machen wir das eben mit dem Zeigefinger. Ja, das wird aber wahrscheinlich nicht ganz reichen, um auf eine glatte 100 zu kommen. Dafür hat die Roboterverbindung zu viel Schaden. Ja, doch! So. Okay, weiter geht's. Noch 8 Matches sind zu spielen. Eventuell könnte das gut werden. So. Talon 69. Was haben wir denn? More Forever hätten wir zur Auswahl. Wir hätten den Jack-Spieler, wir hätten den roten Rodriguez. Too real. Ansonsten hätten wir noch Tegel, Dockhaus und ja, und das war's. Also. Wir spielen als erstes den Nibbler auf dem Dach, dann schauen wir, was kommt, dann spielen wir tatsächlich hier gleich als nächstes. Ich könnte natürlich auch One-Man-Musical spielen, ne? Aber ich will auf den First Hit gehen. Ich habe hier 38, jetzt haben wir 44, jetzt haben wir 44 und jetzt haben wir noch mehr. Genau.
Machen wir hier mal mit dem Roger ein bisschen Rabatz nach vorne noch. Mit dem Irac Lobster. Marmalade. Und das wird auch wieder eine glatte 100 werden gegen Talon. So. 100. So. Auf geht's. Noch 7 Matches sind zu spielen. Und ich hoffe, dass da jetzt noch irgendwas Verwertbares bei rauskommt. Das wäre doch mal schön. So, Ming Wang. Das sieht nach einem... Ich will es jetzt nicht heraufbeschwören, aber es sieht nach einem Perfect Match aus. Mit dem Cadet Hill sollte das auf jeden Fall funktionieren. So, jetzt müssen wir überlegen. Jetzt müssen wir mal kurz rechnen. Wir haben 53 und der hat 52. Ich setze zur Sicherheit jetzt mal noch die Haley dahin. Die Haley wird mich jetzt auch vor dem Punch da schützen, dass da auch nichts mehr anbrennt. Ja, dann hätte ich jetzt auch noch den Stewie daneben dran. Der ist auch geschützt noch von der Haley. Und damit ist das Ding gelaufen. Also eine glatte 100. So. Weiter geht's. Noch 6 Matches. So. Wer ist denn das? Peaches. Peaches mit 84. Auch hier wiederum diverse Möglichkeiten offen. Wir können hier 46 werfen. Ich fange jetzt an, pass auf. Offensiv oder defensiv? Irac Lobster 46. Irac Lobster Cuts. So. Also werden wir jetzt mal schauen, mit was der da kommt. Und das ist jetzt offensiv Marmalade mit 46 Schaden. Jetzt kommen wir noch mit der Lila nebendran. Und ach komm, ah nein, oh, ich habe schon gedacht, der spielt die jetzt da drauf. Das wäre jetzt der Overkill gewesen. So, Fahrtschool Jimmy Jr. Momentan sind wir bei 37, jetzt haben wir das Ding gewonnen mit I Am Mona und das ist eine glatte 100 gegen Peaches. So, weiter geht's. And sorry right now. Bum 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 bum. So. Oh. 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 Das sollte eigentlich der Claimbacker. Ah, das tut natürlich jetzt weh, ne? Das tut natürlich jetzt weh. Jetzt kann ich überlegen, 40, ich meine, okay, pass auf. Also das wären 47, 47, 57. 68, ja, komm, ach, scheiß drauf, ich mach's jetzt so rum, weil ich sowieso jetzt so viel Schaden nach da vorne mache, was soll denn da jetzt noch schief gehen? Also, das kann nicht in die Hose gehen. So, haben wir hier noch den K-Pop Peter und das war's. 100! So. Noch 4 Stück. Wir haben jetzt 40, 6, 5, 8. Lass mal schauen. Funny Mank. Mit einer Tina. Uah, mach keine Scheiße. So. Ja, den besten Start haben wir jetzt scheinbar definitiv nicht. Ich kann es jetzt schlecht beurteilen. Ich hätte hier 29 Schaden.
Aber nee, ich fange jetzt an mit dem Fahrtschool. Ich will auf Nummer sicher gehen. Fahrtschool, seht ihr, das hätte jetzt auch nicht funktioniert. Aber hier, da ist ein Bänder. Das wird jetzt nicht ganz reichen gegen die Blurns Ball. Und jetzt immer leider noch nicht ganz reich. Sind 43, der hat 50. Jetzt kommt noch ein 10er Push. Peggy. So, also jetzt sind wir zumindest mal. Ja, das wird wieder nichts. Das wird wieder nichts werden. Ich werde dieses Match wieder mit keiner glatten 100 abschließen können und es ist einfach zum verrückt werden. 97. Oh, wieder nicht geschafft. Scheiße. Das gibt es doch nicht. So, okay, alles klar. Funny Mank. Hast mich meine glatte 1000 gekostet, ey. Ehrlich wahr. Huskermania 101. So, wen oder was haben wir jetzt da? Oh, wir haben schon schöne Optionen offen, ne? Aber ich glaube, ich beginne jetzt als allererstes mal mit Eugene Belcher. Dann kommen wir mit dem Farnsworth's Cat. Komm, ich mache jetzt erstmal einen Push von der Seite. So. Ja, jetzt muss ich es einfach mal so rum machen. Ist jetzt auch egal. Ich will jetzt einfach nicht die Karte verlieren. Jetzt machen wir hier mal die Peggy zum Heil neben dran. Und dann hier noch ein 9er Schild, aber das wird auch nicht reichen. Auch Huskermania kostet mich jetzt hier. Oh, der hat mich sogar noch mehr Punkte gekostet. 7 Stück an der Zahl. Hätte ich doch lieber am Anfang gekrippelt. So. Noch 2 Matches sind offen. Ach, es ist doch einfach zum Mäusemelken. Aber na gut, okay. Chris Chaos. Chris Chaos, dann haben wir hier diese Brainwash-Tail, das wären 38, das hier sind 34 und das sind 47. Ja, was, oh Gott. 47 wären das gewesen, jetzt spielen wir halt hier den betrunkenen Peter, weil es so viel Spaß macht, okay. Naja, aber wir sind ja trotzdem im Match. Ich habe jetzt hier noch die Falconer Haley, die wird mir aber nicht reichen. Ach komm, ey. Kommen wir mal jetzt erstmal den Push von der Seite, dann schauen wir mal, was passiert. Jetzt cripple ich hier erstmal alles runter, was noch irgendwo da ist. Und ja, es ist tatsächlich hier doch noch ein ganz schöner Kampf geworden gegen Chris Chaos. Und nun, wie kam es zustande? Mit einem Steve Smith. Ne? Oh, 100 sind es tatsächlich noch geworden. Verstehe ich zwar jetzt nicht so wirklich, aber unglaublich, mit einem Steve Smith. So. So viele Leben. Und dann konntest du nicht gleich loswerden. Dann hat er sich festgebissen, dann hast du ein bisschen das Bein geschüttelt. Zum Glück habe ich ihn abschütteln können zum Schluss noch. So, also, Furzkurs. Bam, 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 bam. Ja, normalerweise One-Man-Musical ist eigentlich der sichere Sieg. Jetzt müssen wir erstmal schauen, mit was der dann noch so kommt. Hier haben wir ja relativ viel Schild drauf. Dann machen wir hier nochmal einen Bonus von der Seite. Dann haben wir immer noch relativ viel Schild.
Das One-Man-Musical, wieso heilt der? Das kann doch nicht sein. Der muss doch schon längst wieder komplett geheilt sein. Das gibt's doch überhaupt nicht. Kann nicht sein. Der hat noch 18-fach, der hat doch gar nicht so viel Schaden. Ah, okay. 100. Also. Okay. Zwei Matches nicht mit der glatten 100 abgeschlossen. Schauen wir mal hier rein. Was haben wir denn hier bei denen? Der Stärkste hat 980 geholt, der Charlie. 30 von denen haben wir gekämpft. 32 Minuten noch zu spielen. Schau mal, Cardley mit der glatten 1000. Lord Ado, 99. Manubaya, 98. Bounty, 994. Tipicolada, 92. Junker, 98. Ah, 986. Nutty Nate, 982. Abdem, 982. The King, 981. Homer J, 981. Amir Palang, 981. Robert, 979. Manuel K. 972, Jesse A. 971, Eatfresh Food 99, Brownie Nerf 970, Kings 966, Chris 965, Schularis 964, Iguru 964, Brian XD 955, Dennis 964, Jenny 944, Michael 939, Spider 939, Burgerboy 933, Krankus 933, Apokalyptiker 928, Ansgar 917, Mimo 913, Art 909, Teklis 895. Ich habe dann, so wie es aussieht, 990 und bin dann mit 990 immerhin noch auf Platz 6. Okay, damit bin ich zufrieden. Stromi 888, Gecko Moria 803, Steitronic 874, Thomas Cookie 871, Alessio 852, Ulrike K 835, Gamer Guy 834, Sonja 824, Top Dust 775, Sean G 690. Dann müssen wir mal schauen, wer da noch zum Schluss kommt. Also, wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch mal einen Daumen da oben da, schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal und schaltet nächstes Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Animations Throwdown mit mir, dem gleich. Haut rein, macht's gut. Ah, ne, warte mal, wir müssen ganz kurz hier nochmal schauen, wie sieht's überhaupt aus mit den Matches. Das ist alles nämlich ein bisschen doof gelaufen. Adults will my summer besiegt. Ninja Dolphin Squad war zu stark. Animations Throwdown war besiegt. Best of Kong war knapp. Auch das hätten wir gewinnen können. Glaube ich. West of Kong, war das das? Ember Lotus besiegt, 420 Toons besiegt, Active Rumblers. Das war auch, glaube ich, knapp. Suit 13 Warriors, das hätten wir eigentlich gewinnen müssen, definitiv. Also zwei Stück. Ich glaube, West of Kong war auch so ein Ding, das hätten wir auch gewinnen müssen. Franz Griffin besiegt, also haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6 Wins. Ein bisschen ärgerlich, wirklich ein bisschen ärgerlich. Schauen wir mal hier in die Gilden rein. Also das Gildenergebnis. Cuddly mit 9061. Tipicolada 9783. Bounty 9076. Chitronic 9710. Junket 9506. Chris 9447. Amir Palang 9230. A 9201. Brian XD 9081. So, dann komme ich mit 9175. Manubaya. Abdem, Robert, Spider, Eat Fresh Food, Trommy, Gecko, Apokalyptica, Enska, Lord Ado, Burger Boy, Dennis, Brownie, Sonja, Kings, Nutty, Homer J, Henny, Teklis, Topdas, Tularis, Manuel K., Jesse, Krankus, Michael, Mimo, der Pate, der hat aber noch nicht gespielt in dieser Runde, Ilguruo, also Pate wird wahrscheinlich irgendwo, wenn ich mir das mal so überlege, 8570, sage ich mal, wird irgendwo landen. 8570. Dann wird er da irgendwo auf Platz 16 dann vor Stromi landen. So, dann haben wir hier, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ilguru, Gamer Guy, Alessio, Ulrike, Thomas Cookie, Art, Sean G, Exame, Frankensee, Runowski, ASD, FGH, The King und Epic Eric.
Ja, wenn euch das heutige Video gefallen hat, dann lasst doch mal einen Daumen nach oben da, schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal und schaltet es mal wieder ein, wenn es wieder heißt Animations Roadrunner mit mir, mein gleich. Haut rein, macht's gut, bis dann und tschüss.